Nach Memoiren, Palastmitarbeiter wettern gegen Meg Hahn. Erneute Vorwürfe gegen Herzogin Meg Hahn, 41. Die ehemalige Schauspielerin und ihr Mann Prinz Harry, 38, sind derzeit in aller Munde, nachdem die beiden ihre Doku Harry und Meg Hahn veröffentlichten. Packt der Rotschopf jetzt in seinen Memoiren über das britische Königshaus aus, offenbar der perfekte Zeitpunkt für Mitarbeiter des Buckingham Palace. Um erneut gegen die Herzogin von Sussex zu wettern. Bereits während ihrer Zeit als arbeitende Royal gab es Mobbing-Vorwürfe gegen Meg Hahn. Doch auch zwei Jahre später scheinen diese nicht abzureißen. Wie Journalist Valentine Lowe gegenüber Page Six verriet, sprach er für sein Buch Courtiers, The Hidden Power Behind the Crown mit Palastmitarbeitern, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, halten absolut an ihrer Geschichte fest und behaupten, Meg Hahn habe sie schikaniert. Ich kann natürlich nicht über den Wahrheitsgehalt dieser Behauptung sprechen, weil ich nicht im Raum war und Meg Hahns Seite nicht gehört habe. Der Autor betonte außerdem, dass Meg Hahns angebliches Mobbing die Mitarbeiter maßgeblich beeinflusst habe, es gab eine Menge gebrochener Menschen. Junge Frauen wurden durch ihr Verhalten gebrochen. Anführungszeichen. Auch hat der Journalist eine ganz klare Meinung zum aktuellen Verhalten Meg Hahns und ihres Mannes, das war wie eine Scheidung. Es gibt erbitterte Scheidungen und es gibt einvernehmliche Scheidungen. Diese war furchtbar erbittert. Aber sie hätte nicht so sein müssen. Ein Teil der Schuld liegt bei Harry und Meg Hahn. Er ist der Meinung, dass sich das Ehepaar wie Teenager verhalte, die Scheuklappen tragen und stur sind.